Was geht ab, Boys? Ich lese mir gerade schon wieder die Kommentare unter dem neuesten Video durch, und zwar Subs im Bulk plus kurzes Body Update mit Ralf, okay? Und da ging es nämlich um das Fundament. So. Die Leute sind wieder hergekommen. Nenn das Video doch gleich Werbung. Natürlich ist jetzt das Fundament wieder das beste Produkt. Boys, an alle Anfänger, entweder ihr nehmt das Fundament oder ihr könnt keine Masse aufbauen. Leute, meine Fresse, Alter. Okay, pass mal auf. Pass mal auf. Ihr müsst, jetzt mal Real Talk, okay? Ihr müsst gar keine Supplements nehmen. Gar keine. Okay? Es geht alles ohne Supplements. Ihr braucht weder ein Proteinpulver, ihr braucht kein Kreatin, ihr braucht auch keinen Booster. Ihr braucht gar nichts, okay? Ihr braucht alles, was ihr braucht, ist eine gescheite Ernährung, eine gescheite Makronährstoffverteilung und ein gescheites Training, gescheiten Trainingsplan. So, mehr braucht ihr eigentlich nicht. So, jetzt sind Supplements allerdings hilfreich. Protein, wenn ich mal am Tag es nicht pack, das und das zu essen, kann ich ein Protein nehmen, das mir dann dabei weiterhilft. Dann gibt es verschiedene Wertigkeiten im Protein, ja? Aminosäuren, genau das gleiche Spiel, ja? Dann haben wir das Fundament, ja? Wir haben ja gesagt, was bringt das Kreatin, was bringt das Beta-Alanin, ja? Das bringt einfach nochmal eine Steigerung, ja? Wer das möchte, kann sich das holen. Man braucht es aber nicht zwingend, ja? So, das mal zu den Supplements. Die Supplements braucht im Grunde genommen niemand. Okay? So, alles klar. Jetzt ist der Punkt. Die Leute kommen her. Macht doch so viel Werbung, der Wichser. Und warum? Weil es unsere Produkte sind. Weil es dadurch bekannt ist, dass wir dadurch Geld verdienen. Und deswegen sind wir die übelsten Mies geworden. Nee, es ist wirklich so, dass sobald es irgendwie so ist, wir empfehlen euch ein Produkt, kommt irgendwie so dieses, ja, die empfehlen uns das jetzt nur, weil die Cash ziehen wollen. Wahrscheinlich, Boys, oder? Wir empfehlen euch die Produkte einfach, weil wir sie gemacht haben, ja. Das heißt also, wir sind hingegangen und gucken nicht nach einem Produkt, das ungefähr so ist, wie wir es am liebsten haben wollen, und zeigen euch das dann. Wobei das wahrscheinlich noch viel besser bei euch ankommen würde, ja. Das fändet ihr wahrscheinlich noch klasse, super, ey. Guck mal, die promoten das Produkt. Denkt ihr beispielsweise, okay, lass mich erst ausreden. Wir gehen nämlich hin, promoten unsere Produkte, machen unsere Produkte, damit wir sie richtig geil finden, damit alles genauso ist, wie wir es wollen, damit wir es euch weiterempfehlen können. Und dann, natürlich empfehlen wir euch diese Produkte dann natürlich auch. Das ist auch logisch, ja? Aber das ist scheiße. Wir verdienen daran Geld, wir sind die übelste Wichse. Geht nicht klar. So, denkt ihr jetzt beispielsweise, dass irgendwelche anderen YouTuber, weil wir sind einer von den YouTubern, will ich sagen, es gibt sicherlich noch andere, die jetzt aber so zum Großteil ihre Produkte selbst machen, ja? Die ihre eigenen Sachen haben. So, aber andere machen auch Werbung für andere Sachen. Denkt ihr, die kriegen dann kein Geld dafür? Sieht danach aus, aber Boys, die kriegen auch Geld dafür. So ist es nicht, ja? Und deswegen sag ich, unser Weg ist der beste, weil wir wissen ganz genau, was in diesen Produkten drin ist, und deswegen empfehlen wir euch die weiter, ja? Boys, wenn ihr keinen Bock habt auf unsere Produkte, wenn euch das anklagt, dann geht und nehmt was anderes. Uns ist das Latte, Alter. Wir wollen die Leute, die auf unsere Empfehlungen hören, und wenn jemand sagt, hey, der labert sowieso, dann kann er sich verpissen gehen, ja? Weil es interessiert mich keine Person, die mir sagt, hey, ich labere sowieso nur Bullshit, weil auf die Person kann ich auch kacken, ja? Also, nehmt's mir nicht übel, bitte, aber ich habe keinen Bock, immer irgendwie so eine Scheiße in den Kommentaren zu lesen. Ich habe euch jetzt gesagt, wie es ist. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich sage gegen niemanden was, der probiert, ohne Subs zu fahren. Das ist absolut legit. Aber wenn jemand eben hingeht und sagt, ja, hey, ihr seid Wichser, weil ihr für eure Produkte Werbung macht, ich gehe lieber zu dem, weil der kriegt ja wahrscheinlich kein Geld dafür, dann habt ihr gelitten. Leute, let me think about it. Macht's gut, ciao, ciao. Also, Boys, morgen kommt dann das Video zu den BCAAs. Wenn es ankotzt, der muss ja nicht vorbeischauen. Ansonsten schaut jetzt beim letzten Video vorbei. Und schön diskutieren in den Kommentaren. Macht's gut, ciao, ciao.